Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bump Simulator. Wir sind hier beim kleinen Bruder und bei der Trixi. Was ist denn das hier für eine? Kommt der her? So, wir wollen die Trixi heute mal ein bisschen durch die Gegend fliegen lassen. Wir haben ja die Fähigkeit aufgewertet das letzte Mal. Tibula. Nee, ernsthaft, oder? Wie geil, bitte. Oh, da hinten fliegt noch einer. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Okay. Bringing in the first container. Ja, mega. Go, go, go. Take the shakes and give them to my little bro. Oh, Karl, geh doch mal weg. Weißt du, da steht der Karl im Weg. It's working. I'm going to bring another one. Alter, das Ding wird ja mega groß. Cool. Wieso kann die Ratte eigentlich den Kran bedienen, frage ich mich. Locker, komm. Cowabunga, we're back on track. Beat him, beat him, beat him. Und wir stopfen das arme Vieh voll, ey. Look at him grow. I think one more container should do the job. These controllers suck. I didn't even touch that button. But I need you to do some more legwork. Oh no. Das Ding platzt gleich, ey. So, last but not least, oder? Hätte ich gesagt. You nailed it big time. This container will be delivered right next to our hideout. I'll meet you there. See you later, alligator. Witzige Besetzung. Bis später, Peter. Oh Mann. Okay, ja, cool. Jetzt vergeben wir erstmal einen Punkt, ne? Was wollen wir denn? Eingepflanzte Samen wachsen schneller. Ja, wenn wir wüssten, wie man einpflanzt, ne? Mehr Verbrauchsgegenstände, Robustheit, Verteidigungswerke, mehr Schaden, mehr Geld beim Betteln. Komm, wir machen mal mehr Geld beim Betteln. Das hatten wir ja auch schon. Ja, cool, okay. Das heißt, wir können jetzt ins Rattenlager zurückkehren, richtig?
Ja, mal hier die Fähigkeit auf die Hand nehmen. Was ist hier los? Ist hier was los? Nö. Hier könnten wir jetzt theoretisch bauen, wollen wir aber gar nicht. So, dann würde ich sagen, wir radeln mal zurück. Komm, Karl, wir radeln mal zurück in das Rattenversteck. You were supposed to say, in the Nile, Crocodile. Ah, never mind. Let's meet up with the rats. It's time to set their big plan in motion. Ja, da bin ich mal gespannt, ey. Mit dem doch etwas überfütterten Vogel. So, fahren wir hier richtig? Theoretisch ja, wir müssten nur hier runter. Aber da kommen wir da runter, oder? Oh. Karl, kommst du hier auch runter? Das wäre herzallerliebst. Karl? Über Stock und Stein, der Gute. Sehr gut. Nehmen wir mal die Abflussautobahn, ne? Super, das ging doch jetzt flott. Komm, Karl. Karl? Oh, Kartons. Ja, ich kann nicht an ihnen vorbeigehen. Es tut mir echt leid. Auch wenn ihr es nicht mehr sehen könnt. Aber wir brauchen Kartons. Oh, den habe ich jetzt auch noch daneben geworfen. Cool stuff! Yeah, I can hold on to that for you. Das ist nett von dir, danke. Ach, Karl, Mensch. Fängst du aber auch schlecht im Moment. Ich die Arme hochheben. Ach, so, jetzt hier zu den Ratten. Jetzt schauen wir mal. Oh je. Oh je. Ah, here you are. Father is back. I think he's pretty mad because of our little adventure. I told him it was your idea. Is he here? Good, bring him to me. Trixie told me about your plan to use the giant pigeon to transport the machine. I admit it seemed silly to me at first, but I think it may actually work. This means that we have everything we need to make our move. Go to the Evil Way headquarters. Be sure that you get there just before lunchtime. Officer Alex will be waiting for you with an inspection warrant. You'll act as a technical inspector. You know, the dirty kind on Evil Way's payroll. It should get you to their basement where they're holding the machine. Hey, what about me? The shopping cart will act as a mobile toolbox. Hidden in it, there'll be tracking devices that I need you to install on all the vents in the basement. This will allow my children to swarm inside when the time is right. With their help, you'll be able to disconnect and transport the machine to the rooftop. Of course, you'll need to disable the security system first. Your hot dog friend will help you out with that. We already arranged that he'll be the one delivering the lunch for Evil Way scientists. Is the plan clear? Good luck, then. This is it, pal. The time has finally come to kick some Evil Way asses. I would much prefer a direct approach. I'd drive my wheels repeatedly over their stupid faces. But if a little bit of espionage has better chances of success, then so be it. I can't wait to recover their machine and use it to become normal again. I already made plans for what to do after I get my body back. First, I'm gonna eat some hot dogs. Then, I'm gonna drink until I pass out. Then... let's just settle for a simple two-step eat and drink plan. Gut, ja, den Essens- und Trinkplan, das ist schon mal gut. Komm, Karl. Dann machen wir uns gleich mal auf zum Evil-Dings. Wie spät haben wir es denn eigentlich gerade? 1.15 Uhr, ich weiß gar nicht, wann machen die denn Mittag? Das ist eine gute Frage, ne? Um die Mittagszeit rum wahrscheinlich. Das
war jetzt Schalau kombiniert. Ach, schön. Ich meine, wir können ja mal hindüsen. Wir müssen da rüber. Hallo, Herr Clown. Ciao, Herr Clown. So, dann würde ich sagen, fahren wir hier mal links. Und biegen die nächste wieder rechts ab. You may approach me, beggar. I have a daring quest for you. Oh, jetzt bin ich eine zu weit gefahren, ne? Hey, geh weg. Oh, das kann ich nicht mit ansehen. Sorry. Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung? Arschloch. Oh, es hebt die Autos an. Geil. I knew the creeps wouldn't leave me. You can count on me. Es hat ein Auto gelegt. Wie witzig. Nee, ist nicht wahr. Und ist, die Leute sind auch weggeflogen. Das ist auch cool. Ich weiß gar nicht, wo die hingeflogen sind. Aber. Okay. Ich könnte ja hier mal für ein bisschen. Oh, leck, was? Ich könnte hier mal ein bisschen für Chaos sorgen, oder? Oh, da hat's Karl weggeschleudert, ganz kurz. Ah ja, hier ist ja eine Massenkarambolage passiert. Schaut euch das an. Oh, schön, hier. Ui, das fliegt. Oh, was? Was ist hier los? Okay. Hey, du bist so dicht aufgefahren. Oha. Ist das schön. Oh, leck. Hey, sie. Oh, der hat aber Glück gehabt, ne? Hey, wo wollen sie hin? Wo wollen sie hin? Sie können nicht flüchten. Ist das krass, oder? Aber die fahren hier munter weiter. Oh, leck. Ah, das ist schon echt witzig. Hey, da soll ich aufpassen. Boah, ob denen schlecht wird im Auto. Geh mal. Alter, was? Ey, das ist jetzt aber eine. Oh, ich will mich mal auf so ein Auto draufstellen. Das geht bestimmt auch, oder? Ja, mega! halt. Ich wollte doch hier noch weiter mitfahren. Ach, schade. Oh, leck. Ja, ich habe gerade echt Spaß da drin. Oh, hier ist ein ganz schlimmer Unfall. Unfall passieren. Oh. Entschuldigung. Oh, leck. Ciao.
Wo? Jetzt ist er da oben. Hä? Jetzt läuft er ganz normal weiter, oder? Oh, leck. Und schüssen. Harte Landung. Harte Landung. Geht's voll ab, ey. Aber die Polizisten stört das jetzt nicht so, ne? Ja, krass. Gut, nachdem wir hier ein bisschen Chaos gestiftet haben. Eieieiei, was ist denn hier passiert? Sag mal, hallo, hallo. Komm, fliegt, meine Frau. Oh, leck und tschüss. Harte Landung. Ja, auch daran habe ich richtig Spaß. Geht's Ihnen gut? Entschuldigung. Geht's Ihnen gut? Hallo? Hallo? Okay. Dann machen wir mal hier Evil. Was? 12 Uhr mittags? Ach, verdammt. Ja, dann muss ich hier noch ein paar Leuten auf den Sack gehen mit dem Tornado, ha? Huh? Oh, der hat sich aber schnell gefangen, ne? Wo sind sie hin? Da fliegt er. Oleg. Oleg, hier regnet es Menschen. haben Sie mal. Hey, Arschloch. Hey, yo, was geht? Ja? Ciao! Aber kommt da auch wieder runter irgendwo? Ja, dann machen wir noch ein bisschen Chaos, ne? Interessant eingeparkt, hä? So. Holen wir uns hier mal gerade noch ein paar Kippen. Karl, komm. Hör doch mal auf, hier nur Scheiße machen ganz sein. Wir wollen doch den Zuschauern auch ein bisschen Content bieten, der auch ein bisschen Sinn macht. Mensch. Was, ein Eiscreme? Jo, danke. Danke. Ah, so ein Eis geht immer. Und Scheiße. Scheiße geht auch immer. So, nochmal Stärken für den morgigen Tag. So, hier gibt es noch Aschenbecher, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir vertrödeln jetzt hier einfach noch kurz die Zeit. Was ist los? Bist du voll? Nee. Bist du Jack? Ja, wo sind jetzt die Kippen hin, du? Come and try Dick's ice cream. Hey! I hope you have insurance. Und ich hoffe, du hast Flügel. Ciao. Voll gut. Also echt jetzt, oder? Oh, das Auto ist aber stabil, ne? Hallo? Nachdem wir hier überall Chaos machen. Ey, Entschuldigung.
kurz gucken. Können wir hier auf der Baustelle eigentlich auch Scheiß machen? Oh, die Dinger fliegen auch. Nice. Okay, fliegen die Müllbeutel? Ja, wir müssen jetzt mal ein paar Sachen testen hier, ne? Okay, die Müllbeutel fliegen nicht. Sind das viele. The police are on to us. Da fliegen sie. Oh, krass, ist ja voll die Massenvernichtungswaffe. Hey, yo, Jungs! Ciao! Also kann man den Müll auch wegräumen, ne? I think the chase is over. Ja, cool. So. Kann man eigentlich auch Stühle? Ah, Stühle kann ich auch werfen, zum Beispiel. Da können wir mal richtig ein bisschen Stress machen hier, ne? Oh, machen wir Aschenbecher, geil. Karl? Entschuldigung, machen Sie da? Hier rumliegen. Gut. So. Er macht auch nur Scheiß, oder? Ey. So ein Arsch. Jetzt habe ich die so schön dahin gemacht. Toll. Ja, hier ganz ewig weil laufen den blöden Stuhl zurückholen. Hey, yay, yay, yay. So. Ja, was macht man, wenn man Zeit überbrücken will? Man stapelt Stühle. Und warum stapelt man Stühle? Ganz einfach. Weil wir gucken... Ist der Polizist blöd. Weil wir gucken wollen, wie die im Tornado abgehen. So. Eine Kippe mitnehmen. Karl? Da, halt mal die Kippe, danke. So, den noch. Und dann gucken wir mal. Was, bist du dumm, oder? Hau ab. Und tschüss. Ist das gut. Ach ja, schön. Fliegen Tische auch. Oh, aber die Absperrung. Ei, nice. Absperrung fliegen also auch weg. Gut zu wissen. Ah, witzig, so fliegen die Stühle nicht weg, ne? Ah, ja. Auch nicht, wenn man direkt auf den Stuhl schießt. Nee. So, 6 Uhr. Wir haben es bald geschafft. Cool.
Hey, was ist denn hier los? Oh nein! Also, ciao, du Rakete! Tja, wo der hin ist, weiß auch niemand. Ja, wir haben ja auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. So. Na, scheiße. Hey, yo. So, Mittag ist immer noch nicht. Eieieiei. Mal, ob es hier was Leckeres zu schnabulieren gibt bei den Automaten. Ah ja. So, voll gegessen sind wir auch wieder. Na, Hupen bringt hier nichts, Leute. Leck. Manchmal ditcht es die aber richtig krass. Guck dir den an. Und weg. Jo, hä, wo sind jetzt die ganzen Autos hin? Ah ja, geil, wenn man sie direkt beim Abbiegen erwischt, dann ist geil. Ja, 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 jetzt haben wir es aber mit der Polizei ordentlich angelegt, ne? Dim, dim, dim. So, sind wir die los? Ist schon Mittag? Nee, noch nicht ganz. Aber krass, voll die Massenvernichtungswaffe dieser Tornado. Wie geil, bitte. Was ist denn da für ein Stau? Soll ich den mal auflösen? Ach ja, schön. Ich hatte ein Auto angesprungen. Oh, Auffahrunfall, ihr habt's noch gesehen. Der wird dann auf jeden Fall in der Kaskodeckung hochgestuft. Alter Scheiß. Come and taste the Long John's hot wheat. Krass, oder?
Gut, so, ja, so, mal gucken, gibt's noch was zu futtern? Jo, gibt's noch. So, jetzt schauen wir mal, ob wir schon genug Scheiß gemacht für einen Tag, ey. Ach ja. Ah, was? 12 Uhr, okay, gleich haben wir's. Ja, dann würde ich sagen, switchen wir kurz die Folge, oder? Ja, wobei, reingehen würde ich ja schon. Jetzt wart ihr so, habt ihr so standhaft durchgehalten. Hey, yo. Hüppala. Come and taste the Long John's hot wheat. Oh, good job here. Hey, yo. Sprich nicht mit ihm, huh? Gegen das Auto gelaufen. Entschuldigung. Hey, 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 hey. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Hä? Okay, you're asking for it. So, wir haben einen Job. Ist es 12 Uhr gleich? Komm, Karl. Oh, der hat aber einen coolen Parkplatz gekriegt hier, ne? Direkt vor der Tür. Nice. So, los geht's. Hey, you sweet bund bum. I'm here to return the favor. Let's get you inside, shall we? Yes, can I help you? Technical inspection. We need to check your underground ventilation system. I'm sorry. I don't see any inspections planned for today. Because it is not planned. We have a warrant. I'm Inspector Alex from the Bumsville Police Department. Oh, Inspector. Yes, of course. Please, come in. Welcome to Evil Way. Sorry for the holdup. I was just following company procedure. Here is the warrant. I need this technician to inspect your basement. Hopefully there will be no more problems. Oh, messing with the police business was never my intention. Good. Also, just between you and me, I don't mind a little bit of messing with my business. Is there any other way? Yes, I think I may have to question you about those company policies. Why not let the technician do his work while we stay here and have a little chat? Okay. Ja, dann würde ich sagen, mit diesen Worten, da mal anders. Ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich in die nächste Folge. Und dann, ja, freue ich mich natürlich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich.